Seid gegrüßt, ihr namenlosen Leute. Wir spielen wieder Deathtrap. Und es gibt zum Glück auch noch Leute mit Namen, die hier mitspielen und mit mir ins namenlose Grab gehen. Da haben wir nämlich einmal den Bacon Orange. Hallo. Den Fjalk. Hallo. Und mein Name ist Shadowrunner. Und meinst du Fjalkina? Entschuldige, natürlich meinte ich das. Ja, und das namenlose Grab. Wer immer hier diese Texte durchlesen will, gleich mit gottgleichen Kreaturen, der kann da gerne auf Pause drücken. Irgendwas mit Kriechen des Klosters ist super spannende Sachen, sind das. Kriechen des Klo? Was? Klo? Kloster hat er, glaube ich, gesagt. Ach so. Ja, Entschuldigung. Ja, ich bin alt, meine Ohren sind grau. Nee, und wir hören ja beide dem Shadowrunner nicht zu. Das ist ja immer das Problem. Was? Hä? Boots. Dieser spannende Ladebildschirm. Yay. Wobei, er ist spannender als in GTA. Da ist er schwarz oder weiß. Vor allem ist der hier viel kürzer. Ich erinnere mich an den Level. Also unten haben wir die Ausgänge. Okay, also nur um es zu sagen. Ihr seht ja, es gibt ja fliegende Monster. Nur um es vorweg zu sagen. Woran hast du das gesehen? Es gibt fliegende Monster. Ihr seht es spätestens an dem Weg, der hier vorne, hier wo ich mittig stehe, der da mittig durchgeht, durchs Nichts. Oh, schön, ja. Okay, und das ist ja mal echt pervers. Also ich glaube, mindestens einer von euch muss mir helfen, hier MG-Geschütze zu bauen. Ich guck grad mal ganz kurz. Also ich glaube, ich werde diesmal nichts anderes machen, als MG-Geschütze zu bauen. Ja, damit kriege ich das da vorne auch mit rein. Dann bauen wir hier hinten Nummer 3. Ich baue diesmal... Ach scheiße, ganz... Ach nee, links ist ja nur ein Ausgang. Ja. Ich werde hier aber... Nur. Also ich habe gerade 3 Geschütze rechts gebaut, 1 baue ich jetzt links in der ersten Runde. Brauchst du Geschütze von mir? Weil ich würde eigentlich gerne links und rechts jeweils ein Lavarost, das frisst dann meine 200 Punkte. Nee, mach Lavarost. Ich werde einfach wahrscheinlich manuell links ein bisschen mehr machen. Ich guck gerade mal, es gibt hier wieder Special Gegner. Das war ja sonst immer meine Aufgabe, meistens in der ersten Phase. Und es gibt nur eine Gruppe Special Gegner, die ist hier hinten. Also wenn es euch nichts ausmacht, würde ich mich zu denen begeben. Das sind Waage und einmal ein Dings, ja. Die Waage kriege ich auf jeden Fall weg. Den Riesen muss ich dann gucken. Vielleicht muss ich mir den dann auch teilweise für die zweite Phase aufheben. Wir haben ja eh 4 Wellen. Falls ihr das nicht gemerkt habt, zu Beginn hatten wir immer nur 3. Nur um es zu sagen, es geht bis 6 irgendwann hoch. Ja, also ich hab jetzt 3 Geschütze so mittig rechts platziert und halt nur ein Geschütz links. Dafür ist das Geschütz links meiner Meinung nach aber mit einer ziemlich geilen Position. Ja. Also ich habe jetzt beim mittigen Ausgang habe ich jetzt einen voll ausgebauten Blitzturm hingebaut, ja. Blitzsäule. Ja, also ich denke, ich habe links und rechts jeweils an Kreuzungen einen Lavarust. Also ich denke, in der nächsten Runde werde ich links 2 Geschütze bauen und vermutlich dann auch einfach mal anfangen, meine Geschütze ein bisschen zu pimpen, weil, wie gesagt, das wird hier gegen die meisten Gegner was bringen. Ich bin sonst bereit, ich stehe auch auf einer guten Ausgangsposition. Mhm, Fjalkina? Ja, ich bin jetzt soweit. The Chaos Portals are open. Okay. Also gut, die Waage kriege ich auf jeden Fall weg, aber der Grobian bin ich mir noch nicht so sicher. Also für diese Runde. Ja, ich habe da großes Vertrauen in dich. Wenn in der Mitte kommt ganz viel. Mittig und rechts kommen auch Gruppen. Ja, ich geh mittig. Oh, scheiße. Ja. Oh, die laufen aber praktischerweise natürlich jetzt hier gerade an meinem Geschütz vorbei. Das habe ich ja besser gebaut, als ich gedacht habe. Aber Mitte ist immer noch ganz viel. Ja. Ich brauche hier hinten, glaube ich, gleich mal Unterstützung. Ja, ich bin auch noch links dran. Zum Glück laufen einige aus der Mitte links und werden alle durch meinen Lavarost laufen. Okay, also die in der Mitte habe ich. Die sollten nicht mehr das Problem sein. Da müssen... Okay, hier hinten muss ich auf jeden Fall auch noch... Fjalk, du brauchst, glaube ich, noch Hilfe, ne? Ja, ein Park. Also ich denke, die werden hier noch gleich ein bisschen dezimiert, aber... Hab ich hier noch irgendein Geschütz? Nee, ne? Ich hab ja auch kein Geschütz mehr. Scheiße. Nee, dann muss ich dir eben natürlich helfen. Ja, also den Riesen... Scheiße, Shadow, ist der Riese mit rübergekommen oder steht der da nur links von dir? Der steht da unten. Ja, der kommt nicht rein. Das ist aber dann natürlich eine gute Frage. Vielleicht kann ich da ein Geschütz bauen, was ihn dann einfach von selbst wegschießt.
Bin ich nicht so sicher, weil der steht auf einer anderen Ebene. Okay. Okay, ja, dann gehe ich da sonst halt in der nächsten Runde. Oder wenn wir jetzt hier gleich nur noch irgendwie 5 Gegner haben. Also falls sozusagen die letzten Gegner viel Platz lassen, sozusagen, würde ich vielleicht nochmal schnell rüberhauen und ihm einfach noch 2-3 Schüsse mitgeben. Ich helfe mal eben wieder dem Schall. Ja, dein Schütz ist ja auch noch hier. Das ja, ich sehe gerade, ich habe jetzt auch langsam genug Punkte. Ich baue jetzt... Oh, wo baue ich das denn? Ich muss es eigentlich momentan links bauen, wenn ich ehrlich bin. Die Fliegenden in der Mitte, hast du da genug Geschütze für? Die kommen nämlich anscheinend gerade durch. Ja, ich habe jetzt mittig doch eben mein letztes Geschütz gebaut. Ja, die kommen da nicht durch. Ich helfe eben dem Fjalk, weil der hat auch gerade noch ein paar Fliegende. Der Feldiner meint natürlich. Und danach gehe ich rüber zum Shadow. Ja, weil ich bin der Fjalk kann auch jetzt, wir können alle rüber zum Shadow gehen. Weil der Fjalks-Ausgang ist alle. Oh, hier kommen gerade mit ganz, ganz viele Kleine, die nicht mehr viel aushalten. Nein, nicht wegrennen, nicht wegrennen. Stirb! Ah, wie gut, der kam ja von hinten nochmal zurückgelaufen. Also ich glaube, ihr braucht mich jetzt gerade mal eben für ein paar Sekunden nicht, oder? Warte, ich bin schon wieder da. Ich hab hier links noch eine Heile. Wo ich gerade bin, werde ich auf jeden Fall gleich noch eine Blitzsäule hinbauen. Mhm. Oh ja, das ist wirklich eine ganz andere Ebene, sehe ich jetzt ja von hier mit dem Riesen. Oh, der Shadow hat da ja noch 2 Quikes. Okay, die laufen jetzt aber eigentlich ganz gut für uns. Ja, und die blieben auch hier zum Glück in der Eiztappen. Also das Gute ist, es wird jetzt nicht wahnsinnig viel, es wird glaube ich nicht mehr Eingänge geben. Wenn ihr euch jetzt vielleicht ein bisschen Zeit lassen könnt. Oh, scheiße. Ja, hier ist noch ein Gegner, wenn du nochmal runterlaufen willst. Wenn ihr den nochmal eben kurz... Rennt gleich in die Frost. Scheiße. Da. Ach nee. Okay, halt, versucht ihn nochmal eben kurz ein bisschen, weil wenn ich Glück hab... Ja, mach einfach. Wir behalten den einfach hier. Oh, die Blitzfalle hat ihn erledigt. Silbertruhenschlüssel. Macht nix. Ich hab ihn erwischt. Also hier hinten, ihr könnt ja mal eben da euch den Schlüssel holen. So. Ich guck mal eben. Nimm ich mal ein Tintenportal nach unten. Ja. So. Also hier vorne rechts kann ich nicht mehr bauen. Ich hab auch nur 103 Punkte bekommen. Ja. Ich baue vorne am Anfang noch ein Geschütz. Dann ist die Frage, rechts kann ich hier hinten noch irgendwo... Hier vorne könnte ich noch ein Geschütz bauen. Klingt doch gut, hier vorne ein Geschütz. Kann eigentlich nur 2 Geschütze bauen. Okay, wenn du da noch ein Geschütz baust, dann gehe ich mal... Hier gerade, hier vorne. Das, dann schaue ich nochmal rechts vorbei. Das deckt ja beide Seiten ein bisschen ab. Ich habe jetzt auch hier vorne ein Geschütz gebaut, was auch beide Seiten abdecken kann. Wie gesagt, wenn ich jetzt nachher genug Punkte haben sollte, würde ich vielleicht anfangen, auch noch ein Geschütz zu pimpen. Oder, ja, ich bin mir momentan noch nicht so ganz sicher. Also ich sollte auf jeden Fall irgendwann noch anfangen, meine Geschütze zu pimpen, dass sie halt 2, also halt mehr Flächenschaden machen. Ja, ich habe rechts noch ein Eiszapfenfeld hingesetzt, das ein bisschen helfen sollte. Mhm. Oh ja, das ist ja wunderbar. Das ist ja auch noch hier, bevor sich's dann splittet. Hier vorne rechts würde ich wahrscheinlich auch noch demnächst hier unten das Geschütz bauen, was dann den Weg von unten und von links irgendwie auch noch nimmt. Aber ja, dafür brauche ich halt erstmal wieder die Punkte. Gut. Ja, ich habe auch nichts mehr zum Ausgeben, nur noch 9 Punkte. Ich auch nicht. Ich gehe jetzt zu Beginn erstmal wieder ein bisschen weiter nach vorne, stelle mich kurz hinter meine ersten Geschütze, dass ich halt gucke... Das Gute ist, hier kann ich jetzt vielleicht mich auch teilweise so hinstellen, dass ich die Gegner behaken kann, ohne dass sie mich treffen, zumindest wenn es Nahkämpfer sind. Jo. 162 Gegner werden kommen, dann kann ich anfangen, ne? Jo. 162. Ballachhaft. Oh, mittig kommen gerade ganz viele. Och, geht. Obwohl das geht. Ja, ach. Ehrlich gesagt, die werden auch vermutlich alle durch die Geschütze...
Mittig kommen gerade welche, um die kümmere ich mich jetzt mal mit zusammen mit dem Fjalk. Fjalk, wie gut ist rechts unsere Verteidigung? Da habe ich gar nicht so viel gemacht. Mhm. Also. Ich sehe da so eine Eisfalle vom Shadow. Okay, also mittig also ist jetzt erstmal. Also dann kümmere du dich erstmal um die rechts, ich kümmere mich weiter um die Fledermäuse mittig und sobald ich etwas wie jetzt, sobald ich etwas Spielraum habe, kümmere ich mich mit rechts rum und schieß die Leute ein bisschen runter. Nee, links. So. Ach. Okay, jetzt kommt mittig auch gerade wieder ein bisschen mehr und zwar diesmal Fußkämpfer. Shadow, brauchst du links Hilfe? Bin nicht ganz sicher. Nee, also rechts sieht gar nicht so schlecht aus hier. Ich hab dir gar nicht gesehen, hier ist noch so ein Lava-Boss. Scheiße, mittig. Ja, Shadow, ich kann ja gerade. Ja, ist okay, links habe ich jetzt. Weil mittig habe ich gerade einiges. Ich hoffe, dass sie rechts abbiegen. Tun sie nicht, scheiße. Hier hinten haben wir noch einen Pylon. Der ist hoffentlich unsere Rettung. Oh. Also rechts konnte ich, wenn ihr ein bisschen Zeit habt, noch ein bisschen Hilfe gebrauchen. Nee, habe ich gerade leider nicht. Aber vielleicht schaffe ich es auch alleine. Hier sind noch zwei von diesen Quark-Dingern mit ein bisschen gedöhnt. Okay. Tot. Okay, ich hab eben Zeit. Scheiße, ist jetzt natürlich zu spät. Ich bin genau vor denen nochmal rausgekommen. Okay, ich baue mal eben kurz rechts das MG, was ich gesagt. Scheiße, Mitte, ich muss mal eben zurück. Ja, ich versuche die Mitte links alle abzufangen. Okay, Mitte hat sich von selbst erledigt. Rechts ist jetzt das neue Geschütz. Der Fjalk. Ach nee, ist durchgelaufen. Okay, gut. Ja, das passiert. Mittig kommt gerade ein Quark, aber gut, der ist tot. Ich habe ja noch so einige Quarks. Okay, rechts werden zumindest jetzt keine mehr nachkommen. Das heißt, der läuft Fjalk, aber ganz rechts schnell. Sorry, jetzt ist er tot. Ja, der sprintet manchmal. Ja. Mittig kommt ein Champion. Sehe ich noch nicht, was das für ein Champion ist. Ja, ich habe links so giftschleudernde, fliegende Dinger. Mhm. Ich sehe noch immer nicht links den Champion. Ich kümmere mich gerade so ein bisschen um die links gerade noch mit. Okay, jetzt muss ich aber langsam rechts rüber gehen. Oh, da hinten kommt einer durch, um den kümmere ich mich. Shadow, okay, hast du erledigt. Ja. Ich habe hier halt links noch ein paar Fliegende und die gehen halt nicht in meine Bodenfalle, deswegen muss ich da ein bisschen persönlich dran. Aber ja, wir haben ja. Okay, gut, also. Okay, der Champion ist tot. Ja, dann haben wir nur noch ein paar Quarks hier links. Ich bin mir halt jetzt nicht sicher, was soll. Oh, was sind das jetzt hier für ein Weg? Einmal mittig links rüber oder was ist das hier? Seht ihr die? Ja, hier fliegen die inzwischen durch nochmal rüber. Hier unten ist auch noch so ein kleiner links, Fliegweg entstanden. Unten links den Ausgang, der ist nicht neu, ne? Der Ausgang unten links, den hatten wir auch schon beim letzten Mal, oder? Ja, auch schon. Ja. Aber es sind so ein paar Flugwege dazu gekommen. Zum Beispiel hier Becken, wo wir gerade sind, siehst du hier dieses kleine Stück. Die werden also zum Beispiel meine Eiszapfenfalle auslassen. Ja, also ich werde hier oben MG bauen. Obwohl eigentlich, ne, sind wir, ja doch, ne, ich lasse das doch. Ne, das MG so weit hinten, das lohnt sich eigentlich. Das ist eigentlich zu spät, wenn das MG so weit hinten ist. Ne, also ich werde diesmal, ich kann zwei MGs bauen, mehr kann ich nicht bauen. Ich werde die beide recht weit vorne bauen. In der Hoffnung, dass wir die vorne einfach weit genug runterschießen. Und ich werde eins rechts bauen. Wenn du doch noch über hast, hier sind jetzt, gehen jetzt zwei Wege zum mittleren hoch. Ja, also ja. Eigentlich sogar vier, aber so von der Mitte kommen zwei direkt. Wenn du da also noch, ich habe jetzt zwei MGs zwei, gebaut. Zwei Mechanik Säulen. Achso, ja, nee. Ach, da wo du bist. Ja, ich habe jetzt vorne zwei MGs gebaut. Oder hier oben am besten sogar. Hier oben direkt vor dem Ausgang. Ich habe jetzt rechts entgegen deiner Empfehlung mal so eine Reanimationsgruppe für den Fjalkiner gebaut. Also ich kann jetzt gar nichts bauen und ich weiß auch nicht. Ich meine hier vorne
Ich meine, das müssten wir eigentlich sonst verteidigen können. Also der Vorteil ist natürlich, wenn wir vorne mehr Geschütze haben, die Leute schon runterschießen, ist die Wahrscheinlichkeit halt größer. Ich wäre vielleicht noch fast überlegen, hier wo ich gerade stehe, mittig, hier. Falls irgendwer, hier vorne wird sich eigentlich auch wahrscheinlich ein Pylon noch voll lohnen. Weil hier hast du Fliegelviecher, die ja langkommen und du hast die Fußleute. Aber andererseits haben wir dahinter halt auch noch ein Geschütz. Ja, ich habe leider Ich glaube eher, wo ich hier stehe, hier vorne rechts, hier würde sich vielleicht noch ein Maschinengewehr lohnen, aber keine Punkte, ja. Ich sag's einfach mal, ich bin bereit. Mhm. Unsere Hexe auch? Ja. Also ich habe jetzt eher offensiv meine Sachen gebaut. In der Hoffnung, dass ich halt 256 Gegner. Ja, und ich glaube, wir müssen echt einfach schauen, dass wir ein bisschen, dass wir wieder viel springen. Also ich vor allem. Ach du Kacke. Rechts kommen auch schon wieder ganz viele. Das sind vor allem Fliegende, die gehen jetzt hier über die Mitte. Ich kümmere mich gerade hier um die Fliegeviecher, die hier in der Mitte anfangen durchzukommen. Gehen wir eben kurz in Deckung. Übliche. Helfen wir eben. Oh, ich komm hier oben nicht raus. Na, hier bin ich auch noch mal wirklich. Vielleicht ist so ein Bock-Dings. Okay. Aber ich glaube, das klappt hier. Ich habe den rechten Ausgang auch verstärkt. Ich denke, dass die werden sich jetzt hier alle in den Fallen aufreiben. Ja, war schon. Okay. Einer geht wieder zurück. Ich glaube, der hatte mich zwischendurch anvisiert und weil ich halt wirklich weit zurückgelaufen bin, hat er zwischendurch einfach mal dann sich irgendwie scheinbar die Orientierung verloren. Okay, also die beiden Viecher, die hier bei mir rumfliegen, die beiden Nachtfahren, die könnt ihr als erledigt ansehen. Machen vor allem die Fallen. Helfen wir eben dem Fjalk rechts. Macht das. Gehen wir eben kurz wieder in Deckung. Wo links und mittig links kommen gerade ganz viele. Ja, ich gebe dir noch eben hier zwei Schüsse. Ja. So. Dann hoffe ich, dass da gerade. Rechts raus, das links, jetzt kommen ganz, links kommen ganz viele Spikes. Ja, das ist okay, die lasse ich erst in Feuer laufen. Ich habe jetzt genug Punkte für ein weiteres MG. Ich baue hier vorne links eben ein weiteres MG. Rechts. Also mittig rechts. Links ist aber echt jede Menge. Ich komme gerade zu dir rüber. Ich hab jetzt genug Punkte, um eine meiner Waffen ein bisschen zu pimpen. Ich kann wahrscheinlich gleich gar nicht so viel bauen, weil ich jetzt gerade halt während der Runde auch ein bisschen was ausgegeben habe. Ja, ich glaube, wir helfen dir gerade vollkommen zurecht mal eben ein bisschen aus. Okay, es kommen zwei Champions, einer mittig, einer rechts, aber ich denke, wir müssen hier nochmal eben dem Shadow ein bisschen helfen. Ja, einer, geht ruhig schon mal, ich glaube, das sieht jetzt kleiner aus. Geht mal in die Mitte für den Champion oder rechts. Ja, wollen wir zuerst den. Okay, gut, der Champion rechts fliegt eh gerade in die Mitte rüber. Das heißt, das sind. Okay, das ist. Wie viel Leben hat denn der? Ich krieg ihn gerade nicht anvisiert. Hat er irgendwelche Schutzfüllen vielleicht? Der fliegt aus dem Off zu dir rüber. 22.000 Leben hat er. Nein, ich bin angefroren. Oh nein. Mist, tot. Ach, Scheiße. Ach, der fliegt hier. Ah, der fliegt. Wie doof. Der fliegt über alle meine Bodensachen weg.
Aber ist okay, solange ich ihn auf der Stelle halten kann, ist da eingeschickt. Okay, ich komm mal eben zu dir rüber und leg das okay, das passt. Nee, Gal kriegt den, glaube ich. Ja, halt ist weg. Genau. Okay. Ich habe ihn halt hier die ganze Zeit neben dem Geschütz gehalten, das gerade von rechts schießt. Ja, wie ich gesagt habe, ich habe jetzt nur 93 Punkte. Das heißt, ich kann ein Geschütz bauen und kann eins pimpen. Ich würde hier vorne, hier oben bei Fjalk baue ich ein Geschütz. Ich schaue mal, ob ich in der Mitte noch irgendeinen Boden habe. Das deckt dann nämlich hier so ein bisschen den Mittelweg extra mit ab. Und ich pimpe hier oben mein eines Geschütz einmal. Ja, und das war's. Also wir sollten auf jeden Fall dran denken, in der letzten Runde, sobald wir sehen, dass ein Ausgang nicht mehr benutzt wird und wir da noch irgendwo rumtun, dass wir dort uns vielleicht die Punkte wiederholen, damit wir hinten unsere Fallen verstärken können für den Endboss. Ja, ich habe in der Mitte nochmal für die beiden Hauptlanes jeweils einen Säuregeysir gesetzt und damit sind alle meine Punkte weg. Ja. Weil ich hatte davor immer links und rechts was gemacht, jetzt habe ich nochmal in die Mitte gesetzt. Ich könnte noch irgendwas verbessern, aber ich glaube, ich habe gar nichts mehr, so kleines. Ach doch, hier rechts, am rechten Ausgang. Ich sehe gerade, ich kann noch einmal Schaden verbessern. So, jetzt habe ich noch 3 Punkte. Ja, aber schon alles ausgegeben? Ja, ich bin ja soweit. Aber ich bin bereit. Ich laufe nochmal eben nach oben und dann... Also im Singleplayer, nur um zu sagen, es kommen auch ein bisschen weniger Gegner. Hätte ich vermutet, ja. Aber die haben natürlich auch viel weniger Leben. Also im Singleplayer ist es echt so, dass du die Wölfe mit einem Schlag weghaust mit deinem Charakter. Das ist... Widerstrebt mir immer noch, die erst laufen zu lassen, aber das ist echt halt günstiger wegen den Fallen. Okay, ich muss mich jetzt ein bisschen um die Mitte kümmern. Ja, wollte ich gerade sagen, da kommt was. Gut, die Motten sind jetzt zumindest schon mal Vergangenheit und der Rest der... die Fresser der Toten, die kriegen ja auch, glaube ich, gut was ab. Hier eben Entdeckung. Direkt ist gerade kein Problem. Alle gleich weg. Da ist auch einer von diesen Ghoul-Dingern aus der... Eine Falle gespawnt. Mhm. So, dann gehe ich jetzt gerade. Oh, du hast einen Champion. Sag Bescheid, wenn du beim Champion Hilfe brauchst. Ja. Ich kümmere mich. Okay, ich kann den Quake, glaube ich, auch nur anschließen. Okay, gut, der hat aber schon ordentlich was abgekriegt. Links der Quake beim Shadow. Zumindest der vordere. Oh, jetzt überkreuzen wir hier links gerade. Ja. Also, ich werde hier rechts, glaube ich, gleich Hilfe brauchen. Okay. Kleinkram blockt den Weg sozusagen frei für den Champion. Der Kleinkram. Der Champion hat auch irgendwas. Irgendeine Aura, glaube ich, wenn ich es richtig sehe. Hier links sieht es wieder okay aus. Ich habe rechts gerade eben auch mal eben meine eine Falle ein bisschen, mein eines MG ein bisschen gepimpt. Ich hätte das mit links nicht sagen sollen, das ist okay. Oh, scheiße. Ja, aber wir haben hier gerade auch massiv Probleme mit dem. Ja, mach das richtig. Ich habe oben an der Treppe noch 2 Säulen. Ich hoffe, die helfen gleich ordentlich mit. Ja, hier sind Fliegende. Aber ja, doch, das schaffen wir auch. Der ist weg. Gut, der Quake ist weg. Ich gehe jetzt mal eben kurz Mitte, einmal ganz kurz gucken. Das sieht, okay, Mitte hat sich erledigt. Und ich schieße mein Shadow einmal rein. Ich erwarte noch einen Endboss gleich eigentlich. Ja, ich erwarte nicht nur einen Endboss, ich erwarte vor wahrscheinlich nochmal. Da kommen sie. 4 Endbosse! Okay, wenn ihr noch Punkte habt, jetzt ist die Zeit, sie zu investieren. Nein, leider nicht. Mir fehlt ein Punkt, um noch eine meiner Fallen, MGs noch ein bisschen aufzuwerten. Oh, das wird echt, Kinder, das wird glaube ich knapp.
Weil ich kann mich jetzt auch gerade... Okay, ich habe jetzt gerade ein bisschen Mitte-Links gemacht. Ich muss jetzt aber auch ein bisschen Mitte-Rechts machen. Ach, der setzt hier Portale hin, wo immer neue rauskommen. Da sollte... Also zumindest der Links. Da solltet ihr vielleicht... Nee, dann machen das vermutlich alle. Mhm. Der macht hier auch, genau. Also wenn ihr ein Beschwörungsportal seht, das ist natürlich jetzt echt richtig kacke, weil wir können ja maximal drei gleichzeitig bekämpfen. Kann es sein, dass ein Champion weg ist? Weiß ich nicht. Nee, einer ist nach links abgeguckt. Ich habe jetzt zwei links. Aber hatten wir nicht vier Champions? Ja, du hast zwei Champions, aber den, der hinten ist, um den kümmere ich mich gerade. Ich kümmere mich gerade um einen der beiden Champions. Ich frage mich jetzt gerade nicht welchen. Ich schieße einfach auf den, den ich im Ziel habe. Kommen wir jetzt mal zurückgekommen. Der eine dürfte weg sein. Mhm. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, wo der fünf verschwunden ist, der bei mir eigentlich runterkam, aber. Ne, der ist glaube ich links drüber. Die konnten auch schweben. Das ist eine Frechheit. Also, wir haben keinen Champion mehr, also von daher, wir haben's. Hui! Ja, glorious Day. Sehe ich genauso. Wie war das? Zwei Tode und ein Gegner war durch oder so? Drei. Ich bin, glaube ich, dreimal gestorben. Oh, ich hätte noch 14 Torpunkte über. Ich hab die. Ich könnte jetzt die Phönix-Säule bauen, was auch immer die macht. Und ein Rasierklingenwerfer. Ja, das der lohnt sich. Beides nicht nach Bodeneffekt an. Der Rasierklingenwerfer lohnt sich. Ja, du kannst ja zur Not auch in was anderes, was nicht im Bodeneffekt ist, rein investieren. Und es gibt ein paar Zusatz-Truhen. Ja. Mal gucken, ob da wenigstens auch was Gutes drin ist. Schade, dass man jetzt die Fallen nicht wieder verkaufen kann, um irgendwie mehr Essenzen in die nächste Runde mitzunehmen. Nee, das geht nicht. Aber in die nächste Runde nehmen wir auf jeden Fall ein neues Level mit. Ja, und in dem neuen Level werden wir uns dann auch wiedersehen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.